Hallo lieber Zwilling, herzlich willkommen zu deiner Legung für den Monat September. Meine lieben Zwillinge, ergänzend zu eurem Sonnenzeichen, sprich Sternzeichen, könnt ihr auch die Videos nach eurem Mondzeichen, Aszendenten und Venuszeichen schauen. Und jetzt werden wir direkt mal anfangen. Ich werde drei Situationen legen, die für euch in diesem Monat sehr wichtig sein werden. Und anschließend schaue ich dann mal in ein paar Orakelkarten. Ich hätte gerne eine wichtige Situation im Monat September für meine Zwillinge. Die drei der Kelche. Okay, die Sonne. Was haben wir hier? Wir haben den Gehängten, die drei der Kelche und die Sonne. So, es scheint fast so zu sein, als würde es eine Situation geben, wo es für dich, also es geht generell um was Positives. Ja, ich sehe, es geht um Klarheit, es geht um Spaß, um Freude, Entfaltung. Interessanterweise, ich bekomme irgendwie was Spielerisches rein, irgendwie was Verspieltes, was auch irgendwie was Geselliges. Okay, interessant. Also ich sehe, es geht in einen Zustand hinein, der positiv zu wertend ist, wo du dich gut fühlst, wo irgendwas Angenehmes passiert. Aber ich sehe, da ist gerade irgendwie ein Stillstand oder es geht darum, die Dinge anders zu sehen. Ja, also irgendwie um einen Perspektivwechsel. Drei der Kelche ist für mich immer irgendwie so dankbar für irgendwas zu sein, aber gleichzeitig kriege ich hier so die Geselligkeit auch rein. Also mit anderen gemeinsam, vielleicht gibt es hier irgendwas zu feiern. Das könnte etwas sein, aber ich glaube, diese Sache verzögert sich irgendwie noch. Also hier gibt es eine Verzögerung in Bezug auf etwas, was irgendwie einen positiven Ausgang hat. Vielleicht wartest du hier auf irgendetwas, sehnsüchtig, irgendwie was sich zum Positiven wendet. Ja, das könnte auch etwas sein, dass sich etwas zum Positiven wendet. Genau, das kommt mir jetzt auch durch. Etwas wendet sich zum Positiven. Das könnte so eine 180-Grad-Drehung sein, gerade mit dem Gehängten, dass sich eine Sache irgendwie zum Positiven hinwendet. Ne? Also so oder so, ich nehme das nicht wahr, dass dieser Wandel oder dieser scheinbare erstmal so ein Stillstand oder wie so eine Wartepause, ich nehme das nicht wahr, dass das irgendwie negativ ist, ja, oder dass das für dich schwierig ist, sondern im Gegenteil, gerade dadurch, dass etwas vielleicht länger dauert oder gerade, dass sich eine Situation hier komplett wandelt, ne, so eine 180-Grad-Drehung, komplett umdrehen, dass sich das zum Positiven hinwendet, ja, ich sehe eine positive Wende, ja, positive Wende, das ist das, was mir hier durchkommt, eine positive Wende, die hier auf dich wartet. Ja, also irgendwas wendet sich komplett, wandelt sich komplett, dreht sich hier und wendet sich ja, irgendwie zu was Positivem, so ein Lichtblick. Es kann auch sein, dass du hier, das ist mir auch stark durchgekommen, dass einige hier irgendein Fest haben werden oder eine Feierlichkeit. Kann auch sein, dass du dich hier einfach mit Freunden triffst und einen geselligen, schönen Tag oder Abend verbringst. Und es könnte zum Beispiel, das ist super interessant, was mir jetzt hier durchkommt, es könnte sein, dass diese gesellige Veranstaltung oder dieses Fest oder Feier, das muss nicht mal irgendwie eine Veranstaltung sein, die einen besonderen Anlass hat. Das kann einfach sein, dass du Lust hast, auszugehen mit Freunden, mit einer Freundin, mit zwei Freunden, ganz egal. Und vielleicht ist da irgendwie was, was sich dann wendet zum Positiven. Es könnte sein, dass da vielleicht nicht die Erwartung ist, dass das gut wird oder irgendwas ist vorher gewesen und dann denkt man sich so, oh, ich habe irgendwie keine Lust da drauf oder wird das denn so gut? Aber wahrscheinlich wird das wieder blöd oder irgendwie sowas. Versteht ihr, was ich meine? Und dann auf einmal wendet sich das Blatt. Also so oder so sehe ich, es wendet sich zum Positiven. Irgendwie so scheint mir das. Eine Situation wendet sich zum Positiven und du wirst dafür sehr dankbar sein. Ja, so eine 180-Grad-Drehung. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier haben. Eine weitere Situation für die Zwillinge. Und ich kriege auch ganz viel Dankbarkeit dafür rein, dadurch, dass dieser Wandel hier stattfindet. Diese 180-Grad-Drehung. Eine weitere Situation für die Zwillinge. Oh, gleich so viele Karten, aber wir nehmen sie mal rein.
Wir haben die Sechs der Stäbe, den König der Schwerter, das Ass der Stäbe, zwei der Münzen und die Liebenden. Okay, ich habe das Gefühl, hier geht es tatsächlich um den romantischen Bereich. Hier geht es um die Liebe. So wie es aussieht, wir haben hier einen König der Schwerter. Das könnte ein Luftzeichen sein, das muss es aber nicht. Das kann auch eine Person sein, die in der Distanz ist. Ja, weil der König der Schwerter ist für mich immer so jemand, der kalt und distanziert ist. Weil zum Beispiel, es könnte im direkten Sinne ein Ex sein, ja. Es könnte aber auch jemand sein, der irgendwie in der Distanz ist. Vielleicht, weil ihr ein berufliches Verhältnis habt und dann könnt ihr irgendwie nicht so eng miteinander sein. Oder was weiß ich, ihr habt eine sonstige, eine emotionale Distanz. In erster Linie sehe ich immer eine emotionale Distanz zum König der Schwerter. Aber vielleicht ist es auch eine räumliche Distanz. Also irgendwie sehe ich eine Person, die in der Distanz ist oder die gerade irgendwie nicht greifbar ist. Sechs der Stäbe, hier gibt es irgendwelche guten Nachrichten oder irgendwie was Positives, was kommt. Also das, was ich hier wahrnehme, ist, dass vom König der Schwerter hier könnten Annäherungsversuche sein. Also vielleicht jemand aus der Vergangenheit, der wiederkommt, wo eine Distanz bestand. Oder, ja, weiß ich nicht, ein Ex, der wiederkommt. Oder jemand, den du vielleicht bisher sehr interessant fandest, der aber aus irgendeinem Grund nicht greifbar war oder ist. Dass hier gewisse Eroberungsversuche kommen. Ja, das ist das, was ich hier reinkriege. Sechs der Stäbe ist für mich so dieses Erobern, ja, um jemanden kämpfen, Gas geben, nichts anbrennen lassen. Ja, das ist so, ich gebe jetzt alles für dich. So, das ist so ein bisschen, was mir hier durchkommt. Also man lässt nichts anbrennen, man fackelt nicht lange. Und das unterstreicht das Ganze auch nochmal mit den Ass der Stäben. Aber ich nehme zwischen euch eine Situation wahr, die irgendwie am Schwanken ist mit den zwei der Münzen. Es könnte sein, dass zwischen euch irgendwas noch nicht ganz klar ist, also noch keine klare Linie, oder es ist sehr wechselhaft. Das könnte zum Beispiel sein, dass es generell vielleicht sehr wechselhaft ist mit dem König der Schwerter. Dass der König der Schwerter vielleicht mal da ist, dann wieder nicht da ist, dann ist er mal top, dann ist er mal flop. Also so ein bisschen so im Verhalten vielleicht ein bisschen schwankend. Oder dass zwischen euch es irgendwie noch sehr ungreifbar ist. Ja? Also noch nicht abzusehen, in welche Richtung das geht. Ich nehme hier nämlich auch gefühlsmäßig eine Gefühlsschwankung wahr. Emotional auch, vielleicht, weil du auch nicht weißt, wem dein Herz gehört. Also hier sehe ich jetzt nur eine Person, die interessant ist, die eine Rolle spielt. Der König der Schwerter spielt hier eine Rolle. Ich sehe hier, der König der Schwerter, der versucht, dich hier zu erobern. Es könnte sein, dass du vielleicht generell nicht weißt, wie du den König der Schwerter einschätzen sollst. Oder vielleicht befindest du dich in einer Situation, wo du gar nicht sagen kannst, zu wem dein Herz gehört. Verstehst du, was ich meine? Das ist so ein bisschen so dieses Schwanken in einer Herzensentscheidung. Ja, schwankende Gefühle im Herzen. So ein Auf und Ab. Was ich aber wahrnehme, ist definitiv eine Chance, die sich euch bietet. Dir und dem König der Schwerter. Das ist übrigens geschlechterunabhängig. Das kann auch eine Frau sein oder ein Mann. Das ist egal, wer du jetzt zuschaust, aber ich sehe im König der Schwerter so dein Gegenüber. Vielleicht bist du auch der König der Schwerter, ja? Dann bist du das eben hier. Also Ass der Stäbe kriege ich hier rein, das auch wirklich, ne? Hier haben wir nochmal dieses Feuer, das irgendwie so eine gewisse Leidenschaft hier. Jemand kämpft leidenschaftlich um dich, jemand versucht dich zu erobern. Es ist aber irgendwie eine Situation, die nicht einzuschätzen ist oder die irgendwie vielleicht ab und an mal schwankt. Ass der Stäbe ist wirklich, man tut was dafür und man bekommt hier wirklich auch die Chance, dass sich was entwickelt. Das ist ganz, ganz deutlich, was mir herauskommt. Die Chance, dass sich etwas entwickelt. Ja, also irgendwie so eine Entwicklungschance. So, das kommt mir hier sehr stark mit dem Ass der Stäbe durch.
eine Chance auf Entwicklung, irgendein Feuer, was zwischen euch brennt, so eine gewisse Leidenschaft, Bewegung. Das kommt mir hier ganz stark durch. So, dann hätte ich jetzt gern eine weitere Situation für die Zwillinge. Okay, so, wir haben hier die 10 der Münzen, die 9 der Münzen, den Ritter der Stäbe und die 2 der Kelche. So, also, ich kriege jetzt hier mehrere Informationen durch. Eine Information, die ich durchbekomme, ist, dass sich in beruflicher Angelegenheit etwas vervollständigen wird. Irgendwie eine Form von Stabilität reinkommt, eine Form von Wertschätzung reinkommt. Es könnte sein, dass du eine Prämie bekommst, eine Lohnerhöhung bekommst, vielleicht besonders viele Kunden bekommst. Irgendwie, also ich kann wahrnehmen, dass es finanziell gesehen sehr gut läuft. Gleichzeitig sehe ich auch, dass du dieses Geld in etwas investierst, um es dir gut gehen zu lassen. Das kann immateriell oder auch materiell sein, irgendwas Schönes, was du dir gönnst, was du irgendwie, wo du dein Geld eben investierst. Das kann auch eine größere Investition sein, wofür du hier dein Geld ausgibst. Auf jeden Fall kriege ich so den Aspekt der Schönheit rein. Irgendwie dadurch ist etwas schöner oder dadurch ist irgendwie etwas ja, sehr ästhetisch. Ich kriege so dieses Thema von Ästhetik rein. Das kommt mir hier stark durch. Das ist jetzt interessant, weil ich das hier irgendwie nicht so richtig mit dem hier zusammenpacken kann. Was mir hier durchkommt, ist auf jeden Fall eine Ungeduld, dass du in irgendwas sehr ungeduldig bist. Das könnte... Okay, interessant. Irgendjemand wird irgendeinen Vertrag abschließen oder irgendwas unterschreiben in diesem Monat. Das könnte was mit einer Investition zu tun haben oder mit dem mit Geldangelegenheiten. Ja, entweder, dass du Geld bekommst oder dass du viel Geld in irgendwas Lohnenswertes hineinsteckst. Und ich sehe einen Vertrag. Irgendwas wird unterschrieben, ja, das kann ich sehen. Und diese Sache macht dich irgendwie ungeduldig. Ja, ich sehe hier so ein bisschen Ungeduld oder du möchtest, dass etwas schnell hier vorangeht, dass etwas schnell unterzeichnet wird, man schnell eine Einigung findet. Es ist aber positiv. Ja, also ich sehe hier was sehr Positives, was Lohnenswertes und es geht um viel Geld oder es geht um Geld. Materielle Angelegenheiten, irgendwas Materielles, das kommt mir hier durch. Also irgendwie sowas. Du willst irgendwie schnell reagieren und du möchtest das schnell abschließen. Ja, vielleicht auch ein gutes Angebot abschließen, irgendwie sowas in diese Richtung, das kommt mir hier stark durch. Also irgendwie eine lohnenswerte Investition, die du schnell abwickeln möchtest. Vielleicht ist das Angebot nur limitiert oder diese Möglichkeit ist nicht lange da. Ja, das kommt mir stark durch. Also du möchtest das so schnell wie möglich haben, abwickeln, irgendwie so. Ja, das ist noch eine Situation, die ich für euch Zwillinge sehe. Und jetzt wollen wir mal die Orakelkarten mit dazu ziehen und mal schauen, was sich hier so zeigt für die Zwillinge im September. Wow, diese Karte ist geflogen. So, löse deine Ängste auf. Vollmond im Krebs. Bei der Krebsenergie kommt mir auch stark das Thema Zuhause durch. Also ich glaube, dass einige von euch in Bezug auf Familienangelegenheiten, in Bezug auf die Familie, vielleicht bestimmte Familienmitglieder oder in Bezug auf das eigene Zuhause irgendwelche Ängste oder Sorgen haben. Und das wird sich hier irgendwie erlösen in diesem Monat. Löse deine Ängste auf. Also vielleicht machst du dir Sorgen um ein Familienmitglied, vielleicht, wenn du Kinder hast, ein Kind oder deine Kinder oder, weiß ich nicht, deine Oma, deine Mutter,
dein Vater, irgendwelche Familienmitglieder oder rund um das Zuhause gibt es hier irgendwelche Sorgen. Deinen Wohnort, dein Zuhause, deine eigenen vier Wände. Da könnte irgendwas sein, was dir Ängste macht oder Sorgen macht. Und da sehe ich, dass in diesem Monat etwas aufgelöst wird für dich. So, weiter geht's. Für die Zwillinge. Für die Zwillinge. Da haben wir es. Wir haben die Transformation, wir haben Veränderungen für die Zwillinge und wir haben das Zuhören. Du wirst Informationen bekommen, beziehungsweise es wird darum gehen, dass du für jemanden emotional eine Stütze bist. Irgendjemand wird sich dir anvertrauen und es wird darum gehen, dass du zuhörst. Du bist eine emotionale Stütze für jemanden. Es geht um Verständnis, es geht um Mitgefühl, Nächstenliebe. Verständnisvoll zu sein, empathisch zu sein, jemandem zuzuhören, ja, beziehungsweise Informationen von jemandem, die reinkommen. Wir haben für euch Zwillinge Veränderungen. Etwas wird sich hier komplett verändern. Du bist in einer Phase, in einer Transformationsphase, wo sich dein Leben gerade verändert. Ja, es können auch wirklich größere Veränderungen sein, die hier auf euch zukommen. Ja, irgendwas ändert sich hier. Irgendwas verändert sich hier für euch. Wir schauen direkt mal weiter. Was haben wir denn noch hier so für die Zwillinge? Die hat sich umgedreht. Divine Being. Okay, Divine Being. Jetzt muss ich mal in das schlaue Büchlein schauen, Divine Being. Generell haben wir göttliche Existenz, ja, also irgendwie eine heilige göttliche Existenz. Aber hier sind immer ganz gute Schlagworte drin, deswegen möchte ich mal schauen. Okay, es geht darum, dass du irgendeine innerliche Entwicklung durchmachst, dass du glücklicher wirst, dass sich irgendein Licht anhebt, also dass sich bei dir etwas weiterentwickelt zum Positiven. Gerade auch schmerzvolle oder dunkle Emotionen sich verändern, sich wandeln. Es geht darum, dass du Mitgefühl auch zu dir selbst hast. Schaut mal, hier geht es um Mitgefühl. Ne? Also es kann auch sein, dass du hier Mitgefühl mit dir selbst hast. Gerade wenn es dir irgendwie emotional nicht gut geht oder gesundheitlich nicht gut geht, dass du ins Fühlen kommst, dass du dich selber besser verstehst, dass du dir selbst mehr Mitgefühl gegenüber zeigst und dass du dich einfach wohlfühlst, dass du dich mit Menschen umgibst, die deine Energie anheben, dass du Dinge tust, die gut für dich sind, wo du dich wohlfühlst, dass so zum Beispiel die Kleidung, die du trägst, das Essen, was du isst, all das, damit du dich damit wohlfühlst, ja. Du kommst einfach in einen, schaut mal, du behandelst dich selbst gut und du fühlst dich dadurch stark. Ja, also hier das Mitgefühl. Ich sehe, du hast mehr Mitgefühl dir selbst gegenüber. Divine Being. Also du wirst dich auch hier mehr um dich selber kümmern. Das wird super wichtig sein. Du wirst dich mehr um dich selber kümmern. So, welche Göttin begleitet dich denn in diesem Monat, lieber Zwilling? Die Wertschätzung. Schau mal, mehr Wertschätzung dir selbst gegenüber. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass du hier mehr in die Selbstliebe kommst, dass du dich um dich selber kümmerst, dass du dich selbst mehr wertschätzt, dass du sagst, ich bin mir das wert. Und gerade, dass man solche Sachen einbaut in den Alltag, dass man sich Zeit für sich selbst nimmt, ja, dass man sagt, das bin ich mir wert, ja, dass man nicht immer nur für andere da ist oder es anderen versucht, recht zu machen, sondern dass man extrem auch auf sich selber achtet und sagt, so, das ist es mir wert. Ja, dass ich bin mir das wert, das zu tun oder wie auch immer. Jetzt wollen wir mal schauen, was die Liebesorakel so noch dazu zu sagen haben. Ich habe das Gefühl, die will ich jetzt auch ziehen. Ich wollte jetzt eigentlich Schluss machen, aber
irgendwie, ich glaube, die nehmen wir noch mit dazu. So, gib deiner Beziehung eine Chance, haben wir hier. Und ich ziehe direkt die nächste Karte. Gib deiner Beziehung eine Chance. Und nein, das sind zu viele. Das sind zu viele. Bitte nach Möglichkeit nur eine Karte. Dankeschön. Befreiung. Okay, ich sehe, dass du in einem Zustand bist, beziehungsmäßig, wo du dich vielleicht irgendwie limitierst oder wo du das Gefühl hast, limitiert zu sein, eingesperrt zu sein. Vielleicht ist das auch generell ein Thema in der Liebe, in Beziehungen. Also es muss nicht in einer Partnerschaft sein, dass du dich so fühlst, aber vielleicht hat dich da irgendwas eingeengt. Auch wenn du Single bist, kann da irgendwas sein, wo du dich selber einengst. Das kriege ich so ein bisschen rein. Verbote kriege ich auch so rein. Verbote, Gebote, das muss so sein, dies muss so sein. Also so außerhalb der Normen. Ich glaube, da sind so einige Normen, Verpflichtungen oder Sachen, die dich irgendwie einschränken und eingrenzen in Bezug auf dein Liebesleben, dein zwischenmenschliches Leben. Und das, was ich hier wahrnehmen kann, gibt deiner Beziehung eine Chance, arbeite in deiner Partnerschaft. Also es könnte sein, hier jemandem eine Chance zu geben. Das könnte hier ganz gut der König der Schwerter sein. Vielleicht hat man seine Zweifel gehabt, warum auch immer. Vielleicht kann sich daraus, ich sehe nämlich mit dem Ast der Stäbe, dass dadurch sehr viel Entwicklungspotenzial ist. Und wenn es nur Entwicklung für dich selbst ist, also für irgendjemanden da draußen wird es wichtig sein, jemandem eine Chance zu geben oder sich selbst einfach eine Chance zu geben in Bezug auf die Liebe. Und das ist ja auch eine wichtige Sache. Ja, meine lieben Zwillinge, das war's auch schon. Das war eure Legung für den Monat September. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen und Kartenlegungen an. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei. Sie ist hier unter diesem Video verlinkt. Einfach drunter klicken. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Kanal abonniert, einen Daumen hoch da lässt, einen lieben Kommentar. Und ich wünsche euch allen, meine lieben Zwillinge, ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.